Hallo und willkommen zurück zu LS 2015. Wieder auf der Nordseite, wieder mit dem Rickerlein und wieder alles beim Alten. Wie immer. Naja, immer viel Arbeit, immer viel zu tun. Ja. Und nach dem Feld werden wir das Häcksel angehen. Gott, ich habe gerade was ganz anderes verstanden. Was denn? Piep, piep, piep. Oh Gott! Jetzt wollen alle wissen, was du verstanden hast. Nö. Doch. Nö. Aber ich will's wissen. Nö. Schreib's im Chat. Nö. So, hab ich noch irgendwo was vergessen? Nee. Ja, da hinten ein Eck. Wo? Ganz hinten, so ein Spitz. An welcher Seite jetzt gesehen? Nicht auf der, wo wir sind. Ach, da. Das sollte ja auch nur die Mitte des Feldes symbolisieren. Ach so, okay. Hier die Verpackung bitte auch essen. Und dann geht's noch nicht mal. Hattest du das auch schon? Ja, Alter, ja. Ey. Oder Wurstpackung, ey. Willst du an der Ecke aufziehen? Und die ganze, das ganze, der ganze Deckel geht kaputt. Ein Riss zwischendrin. Ja. Gleich verklagen die Hersteller. So. Ach, jetzt kannst du dir überlegen, ob du häckseln willst oder dann daneben herfahren willst. Ich habe erstmal eben den Baum angefahren. Naja, wenn du so auf Bäume stehst. Stark wie ein Baum. Tü, 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 tü. Oh, ich kann den Playboy fahren. Mal wieder. Das ist auch super. Also willst du nebenher fahren und nicht wechseln. Richtig. Ja, eigentlich sollte der Strahl ja das letzte Mal das Bild von den Zeitungen einblenden, aber leider ist das Bild flöten gegangen. Ja. Vielleicht mache ich das nächste Mal, wenn ich die Playboy zeige. Und vielleicht sind das ja auch ganz andere diesmal. Glaub's ja nicht, aber. Achso, machst du jetzt eine Mission, oder wie? Nein! Ich denke, ich soll jetzt nebenher fahren. Ja. Kannst du dabei. Reicht der New Holland oder muss ich einen anderen nehmen? Ja, die zwei Drehschimmel solltest du da hinten drauf hängen. Und wer kippt die aus? Ich nicht. Sicher. Hä? Sicher musst du zu der Ding fahren, zu der BGA. Achso, ja, das geht. Die Lage. Was der oben dem Bunker. Hast du die hier schon hingestellt? Die stehen hinten unterm Fliehdach. Was, unterm Flieder? Unterm Fliehdach, unter der Überdachung. Ja, dann sag doch Scheune und nicht Fliehdach. Der Scheune hat Wände. Ach so. Ich muss halt wieder, aber auch ganz genau hier, ne? Strahle, das ist immer noch ein Spiel. Ach so? Stell dir vor! Hoho. Oh, das ist nicht echt. Ich finde das ja immer lustig. Sowas wie hier so Simulatoren, Bausimulator oder sowas, weißt du? Da spielst du eigentlich voll den fleißigen Bauer und in Wahrheit sitzt du im Büro und machst gar nichts. Ja. Und denkst du, wenn du, während du spielst, du tust was voll Produktives, weil hilfst aber der Welt auch nicht damit. Nein, ich denke da nie, dass ich was Produktives mache. Ja, aber es gibt bestimmt so welche. Ja.
die manövrieren sich da so in diesen Gedanken rein, oh, ich fahre jetzt hier die Ernte ein und dann geht das ab. Sechs Uhr fünf, hallo? Was? Das schlafe ich noch. Und schon ein Feld fertig, fast. So, ich warte, bis du kommst. Na, wenn du mithelfen willst. Hä? Wenn du mithelfen würdest, würde ich vielleicht früher kommen. Also, er ist schlimm, der Typ. Immer dieses zweideutige Denken. Ja, du denkst zweideutig. Ich sage eindeutig, Ich? ja, ich sage nur eindeutige Sachen. Ja. So, Frau Hansen, jetzt hat man hier das Sniffelstück verlegt. Schnüffelstück. Was ist denn jetzt passiert? Die Tomaten im Supermarkt. Aber ich küsse auch Der. jedes Mal die Wand hier. Ja, aber mich anschnauzen, hä? Was, wenn du dann küsst? Zum Beispiel. Natürlich. Wo stehen wir denn hin? Da. Und retour wieder rein. Knack. Rika, du wolltest wissen, wenn ich komme, gell? Wollte ich das? Gleich ist es soweit. Oh, war ja. Ja. Aber nicht so laut, bitte. Oh. Bin ich ganz leise. Das ging gut. Oh, ich fahre mal meine Ruhe aus. Oh, du musst jetzt nebenher fahren, gell? Ja, ich bin aber wahrscheinlich zu weit weg, oder geht das? Nein, es geht. Okay. Oh, er hat Spritz schon. Naja, schau, wie weit ich spritzen kann. Hey, nicht zu so schnell. Ich fahre nur 10 km/h. Entschuldigen Sie bitte. Wir haben hier auch keinen Drive Control. Ja, aber ein Tempomat hast du trotzdem. Du musst mir sagen, wenn du voll bist, gell? Ja, ich bin Okay. bei 10%. Ja. Fahr gleich außen einmal rundherum. Ja. Ich muss es erstmal hinkommen. Stopp! Oh Gott. Ja, oh. Geht schon. Diese Bäume sind auch Nicht so weit. beladen. Nicht so schnell. Ja, wollte ich gar nicht. Ich kann mein Temperament nicht so im Zügel Ich halten hier. merk's ja. Vor allem, wenn ich immer Bäume vor der Visage habe. Willst du einmal ganz außen rumfahren? Ja. Also, oder willst du Feld für. Du hättest ja jetzt geradeaus durchfahren können. Komm auch. Ist egal.
Schwenkt der eigentlich automatisch um, wenn der Anhänger voll ist? Ja. Okay. So, jetzt mal, wie machen wir das nun? Jetzt fährst du hinter mir. Ach, jetzt fahre ich hinter dir. Ja. Warte, ich muss ja auch mal auf die Kurve. Ja. Spritzt er so weit, dass er da reinkommt? Ja. Wow. Unglaublich, die Technik heutzutage. Ja. Das ist russische Technik von Tom. Ja, du musst schon knapp hinter mir bleiben. Auf was rüber. Kommst du durch? Nein. Mit davor. Okay. Nein, von wo war das? Asterix. Der Gallier. Ja. Das mit dem Ochsen. Ja, der Strohfuhrmann. Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie der Text geht. Ich vergesse den Text andauernd. Ich weiß auch gar nicht. Ja, das Lied hat sich eingeprägt. Ja. Alle Tage bin ich fröhlich und dann mache ich Musik, Musik, Musik. Also ich weiß nicht, ob das so gut ist, jeden Tag fröhlich sein. Also ich sehe gerade gar nichts, wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja, ja, ja. Stellen Sie ihn dann nicht so an. Ich nicht. Ululul. Oh. Halt, wo will er hin? Mit mir. Ab durch die Mitte. Ich eier mich aber auch rein zurecht. Ich weiß nicht, ob das eine so super Idee war, was ich hier gemacht habe. Ich glaube, ich habe sogar eine Folge benannt, du eierst dich zurecht. Ja. Wenn ich mich nicht täusche. Das kann sein. Ich bin fürs langsame Fahren auch nicht gemacht. Für schnelle aber auch nicht. Dein hinterer Hänger schon voll? Scheinbar, ich bin bei 67. Ja, dann ist er voll. Ach ja. Was ist los? Nix, alles gut. Glaube ich. Ja. Bitte mal, was ist nicht? Ja. Gummibär, sie hüpfen hier und dort und überall. Super. Sie sind für sie da, wie du sie brauchst. 81. Ja gut. Das sind die Rika-Bären. Halt! Ja, ich muss da
Knickgedingse. Ullu, die dai, die Dupsasa. Wenn da vorne eine Ausfahrt, da muss ich dann raus. Ja, schon? Vielleicht auch schon früher, wie du bist. 87. Noch immer? Vorher war 67. Ach so. Wie weit bist du jetzt? 90. Wie viel hast? 93. Aber jetzt noch eine neue Reihe anfangen ist auch Blödsinn. Nein, aber da fahre ich noch bis zum Ende. Ja. Ah. Tschüss. Fährst du hin? Weiß ich nicht. Du musst zur BGA. Warte mal, wo bin ich? Ah, ich finde. Ja, da kann ich doch da trotzdem rumfahren, da vorne. Ah ja. Was war das? Oh, es ist wieder eine Palette voll, sehe ich gerade. Wollte ich schon? Ja. Oh lolo, fuckete. Boah, die sehen im Jahr gerade, kennst du die Hexe und der Zauberer? Die Hexe und der Zauberer? Ja. Ich weiß nicht. Mit Archimedes? Ja, mit Merlin und Mim. Ja. Duckidi, 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 duckidi. Wie er, glaube ich, das ist, glaube ich, wie er gerade den Koffer packt. Hm. Palette ist 91% voll. Na guck! So, aber wie Rieke jetzt hier bei der BGA ankommt, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Also, wenn sie überhaupt ankommt, was ich gerade so höre. Also tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal. Tschüss!